Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Player Gespiel. Und ich hatte euch ja versprochen gehabt, dass ich unsere Order-Regeln einfach mal die Ergebnisse prüfe. Und ihr seht schon hier, es wurden ordentlich Orders erstellt. Und ich schaue jetzt gerade mal auf unsere Trades der letzten 7 Tage. Und obwohl wir hier einen relativ großen Minus drin haben bei Bankhaus Silberstein mit minus 10%, das tat zwar weh, aber okay. Haben wir doch im Endeffekt, ohne irgendwas machen zu müssen, einen Plus von immerhin 3000 Euro erwirtschaftet. Sag ich mal, wenn man jetzt die 7000 rausrechnet, sind das 10.000, das 10%, kann ich voll und ganz mit leben. Aber ich möchte euch heute eigentlich was ganz anderes zeigen. Und zwar hat ja jeder, wenn er anfängt, einen Tutor. Bei mir jetzt auch in diesem Fall die TrueU Equity Corp. Glaube ich. Genau. So, manche Tutoren sind aktiver, manche sind weniger aktiv und es gibt daher für Newcomer vor allem ein mannigfaltiges Angebot an Alternativen. Zum Beispiel natürlich die Let's Plays, die ihr jetzt gerade schaut, nur die sind auch nicht immer aktuell aufgrund der Tatsache, dass ständig irgendwelche Änderungen gemacht werden. Lässt sich halt nicht umgehen. Dann gibt es natürlich noch die Let's Plays vom legendären J.R. Ewing. Das Problem ist, die sind noch älter, also auch nicht mehr wirklich aktiv. Dann kann man sich natürlich, wenn man das möchte, im Wiki durchwühlen. Das Wiki ist aber, naja, formulieren wir es freundlich, nicht unbedingt findungsfreundlich. Aber es ist natürlich eine Alternative, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Dann gibt es natürlich unser wahnsinniges Start-Tutorial mit, ich glaube, 4 Positionen, die, naja, schnell gemacht sind, aber nicht viel erklären. Und dann gibt es natürlich noch ein mannigfaltiges Angebot an sonstigen Sachen, die zum Beispiel von verschiedenen Indizes zur Verfügung gestellt werden, etc. pp. Und dann gibt es das, worauf ich euch heute hinweisen möchte, und zwar die sogenannte Newcomer School. Ist ein Projekt, dem ich, naja, nicht uneingeschränkt positiv gegenüberstehe, aber ich denke mal, man sollte jedem Projekt eine Chance geben. Und die Newcomer School ist etwas speziell, weil die zum Beispiel eigene Website hat, wo auch ihre verschiedenen Sachen erklärt werden, wer alles mit dabei ist, wer die verschiedenen Philosophien hat. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Adresse ist newcomerschool.eu, ist natürlich auch unter den User-Projekten verlinkt. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte die Chance nutzen, um mir ja ein bisschen das Spiel erklären zu lassen, ob man dann alles ungeschränkt bestätigt oder ungeschränkt umsetzt, ist natürlich eine eigene Entscheidung. Man kann sich natürlich dann hier über die Kursanmeldung bewerben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Kurse sozusagen jetzt nicht fix, sondern so ein bisschen variabel, je nachdem, wie schnell man sich entwickelt. Hier unten die Sachen ausfüllen ist jetzt, denke ich mal, kein großes Geheimnis. Und wenn dann alles klappt, bekommt ihr, wie jetzt unsere Let's Play AG, eine Einladung zu diesem Index. So, dann geht einfach drauf, möchte dich einladen und man geht auf Index beitreten. So, jetzt sind wir im Index. So, als erstes fällt natürlich auf, was wir bisher nicht hatten. Wir haben hier drüben einen Index-Chat zusätzlich noch. Kann man sich nennen. So, zusätzlich dazu haben wir natürlich auch unsere Index-Seite jetzt, die jetzt ein bisschen umfangreicher ist. Und zwar sehen wir hier einerseits, wer natürlich der Indexleiter ist, ist jetzt in diesem Fall die Newcomer School. Wenn man das bei einem normalen Index schaut, steht da meistens ein Spieler. Wenn wir uns da zum Beispiel mal einfach irgendeinen beliebigen Index aus dem Highscore auswählen, ene mene mu und raus bist du. Okay. Stehen hier zum Beispiel Indexleiter, sowieso Stellvertreter, Pressesprecher. Manchmal sind das die gleichen, manchmal unterschiedlich. Das ist also die gleichen Spieler, zum Beispiel Indexleiter und Pressesprecher, manchmal Stelli und Pressesprecher. Das ist bei jedem Index anders. So. Dann, das ist ja für jeden einsehbar. Das ist auch für jeden einsehbar. Und hier unten ist dann praktisch unser Index, in Anführungszeichen, der jetzt gerade eben, wo wir Mitglied sind. Und zwar sieht man dann die Online-Zeiten, also wann sie das letzte Mal online waren, wann derjenige AG beigetreten ist, welchen Highscore es aktuell der Highscore einnimmt, wie das Handelsvolumen der letzten 7 Tage ist, die Handelsaktivitäten im Übersicht und wie viele Punkte es für den Index bringt. So, wichtig ist, Indexpunkte werden immer erst, wenn man nicht mehr im Newcomer Highscore ist, angezeigt. Das heißt, man sieht hier, dadurch, dass die alle null sind, sind die nicht alle schlecht, sondern sind einfach alle neu. Deswegen haben die noch keine Punkte. So, dann
gibt es eine wunderschöne Sache, die natürlich hier interessant ist, und zwar ist das das Forum. Und hier ist jetzt die Sache, das wird gerade etwas umgebaut, deswegen nicht erschrecken, aber man kann hier halt wunderschön einfach Stückchen für Stückchen durcharbeiten sich und natürlich Fragen stellen. Das ist für Neuanfänger immer sehr interessant, weil das Problem ist, der Chat antwortet euch auch. Das Problem ist, wer im Chat da ist, weiß man nicht. Und es gibt leider sehr viele dunkelgraue bis schwarze Schafe, die dir einen super Investment-Tipp geben, den sie gerade selbst loswerden möchten. Deswegen ist es natürlich hier der Vorteil, dass man sagen kann, okay, ich gehe jetzt die einzelnen Lektionen durch und lerne was, beziehungsweise kann auch hier unten in den Threads dann einfach die Leute fragen, also die Lehrer oder die Tutoren oder die erfahrenen Spieler, sagen wir es mal so, fragen. Die Spieler, die hier sind, sind eigentlich aus allen Kategorien als Tutoren. Sind ja relativ neue Spieler, sind auch erfahrenere Spieler dabei, so dass man eigentlich zu jeder Frage was findet und sich vor allem nicht dumm vorkommt, was ja leider manchmal der Fall ist, wenn man im Chat fragt, wie ist das und das zu lesen und man dann irgendeine dumme Antwort kriegt, das möchte man natürlich umgehen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die 001 an, einfach so mal als Spaß und just for fun. Und sehen dann, okay, es gibt halt immer eine kurze Einleitung und danach gibt es Aktualisierung. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, hey, das muss man unterstützen oder das kann man unterstützen. Man kann natürlich einige Ansichten sehen, wie man möchte. Das möchte ich auch niemandem vorschreiben. Aber ich würde euch sagen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte dauerhafte Hilfe haben, dann nehme ich genau sowas. Und dann würde ich nur jedem empfehlen, meldet euch an, lasst euch helfen. Und wenn ihr Fragen habt und eventuell schon so ein bisschen die schwarzen Schafe im Chat aussortieren könnt, dann wisst ihr auch, wo ihr euch natürlich noch weiter anmelden könnt. Das soll ausdrücklich keine einseitige Empfehlung sein. Es gibt auch einige Punkte, wo ich mit der Newcomer School nicht übereinstimme. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eine coole Sache und denke mal, dass man die auch in so einem Let's Play mal mit erwähnen sollte. Daher schaut es euch an und wünsche euch viel Spaß natürlich. So, dann wollte ich noch mal kurz auch aufzeigen, dass diese Verkäufe nicht von mir automatisiert sind oder per Hand gemacht worden sind, sondern man sieht, dass hier drin auch, dass die sowohl gekauft als auch verkauft werden. Und ich denke mal, wenn ihr an euren Adventskalender denkt, wo ich jetzt schon zum dritten Mal mit der Let's Play AG Premium-Tage drin hatte, was ich übrigens sehr von Radi finde, leider irgendwie nach Haupt-AG hat das nicht ganz so geklappt, aber ist ja auch egal, Hauptsache ich kann euch die Sachen zeigen, habe ich noch eine Sache zu den Orderregeln zu sagen. Und zwar habe ich das letzte Mal gesucht gehabt, wie diese Sache hieß, dass ich die AGs im eigenen Depot haben soll. So. Und zwar hat mir da jemand im Chat, gerade schon in den Kommentaren war es in der Zeitung, freundlicherweise geschrieben, das Ganze nennt sich Stückzahl im eigenen Depot. Das muss man natürlich hier noch ergänzen, größer 0, dass wir nur versuchen, AGs zu verkaufen, die wir natürlich haben. Sonst ist das Ganze ja eher für die Tonne. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Hinweise habt, ab in die Kommentare damit. Ich werde den Link zur Newcomer School auch nochmal in die Beschreibung reinsetzen, falls ihr sie nicht über die Community-Liste oder Quatsch, über User-Projektliste findet. Und dann wünsche ich euch einen schönen vierten Advent noch, beziehungsweise wenn das Video guckt nach dem vierten Advent, wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Wenn ihr es nach der Weihnachtszeit schaut, sage ich mal, ist ein bisschen spät, aber immer noch aktuell. Und daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!